Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ich wollte letztes schon mal aufnehmen. Allerdings gab es ein kleines Problem, dass der Server irgendwie gecrashed war. Hier waren überall Halbkugeln aus Glas und fließende Flüssigkeiten aller möglichen Art. Und daher hat der Server so geleckt, dass dann nichts ging. Hier haben wir die Slabs drin. Nein, nicht den Sand. Habe ich kurz Mist gebaut. Der Dust soll da nämlich durch. So, den Sand hauen wir da oben rein. Das haben wir ja letztes Mal noch gemacht. Wir haben auch unten die Monsterfalle gebaut. Habe ich da jetzt aufgemacht oder zugemacht? Auf. Es war schlecht. So. Gut, Monsterfalle. Was wollten wir noch machen? Wir wollten, glaube ich, die Monsterfalle irgendwie automatisieren, beziehungsweise bauen wir dann, glaube ich, nochmal eine Void Pipe. Eine Void Pipe hört sich gut an. Void. Gibt's das gar nicht? Moment. Ah, jetzt kommt mehr. Oh, Mephisto ist wach. Muss ich mal kurz rüber gucken. Ja, so geht wieder. Bin gerade in der Aufnahme. Starte ich mal noch kurz das TS. Vielleicht kommt er gleich rüber, um ein bisschen mitzuschnacken. Connected. Nicht jetzt aktualisieren. So. Dann müssen wir noch auf den richtigen Server. Connected. Ja, ist okay. So. Disconnected. Und dann gehen wir in mein Channel switched. So. Bin jetzt im TS, falls du schnacken willst. Ich nehme an, der schläft eigentlich noch so halb. Deshalb glaube ich das jetzt nicht. So, lass mich mal kurz gucken. Was tun wir da noch rein? Gib mir ein paar Minuten, ich bin gerade erst wach geworden. Dachte ich mir. Ja, jetzt ist gut. Klinge wie eine rostige Tröte. Okay. Ich wollte eine Void Pipe bauen. Aber irgendwie gibt es hier nicht. Was bauen wir denn dann? Dann müssen wir das mit Hoppern lösen, oder wie? Vakuumhopper, so heißt das Teil doch. Eye of Ender. Irgendwo hat man eine Enderperle. Shadow, Mephisto hatte mir eine gegeben. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich die hin habe. Ich glaube hier rein. Genau. Obsidian nehmen wir auch mit. Wir verbauen immer den Obsidian, den wir eigentlich brauchen, um auf die Mittelplattform zu kommen. Aber so ist es halt. Blaze Powder. Einmal so, einmal so. Dann brauchen wir noch einen Hopper. Dann brauchen wir Eisen. Hopper dahin. And Eye of Ender dahin. Und Obsidian dahin. Gut, Vakuumhopper. Dann brauchen wir irgendwie was. Eigentlich hätte ich gerne die Item-Conduits. Item-Conduit. Aber das war irgendwie ganz komisch herzustellen. Enderperle und... eine Enderperle haben wir. Wir können das machen. Aus
Einmal so, einmal so. Wir brauchen ja bloß ein Nugget. Und für ein Nugget kriegt man relativ viel. Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir noch Gravel drin. So, da rein, da rein. Gut, wir haben jetzt keine Enderperlen mehr, aber ja, so ist das halt. Man muss Prioritäten setzen. Wir machen jetzt mal so ein paar Kabel von den Teilen hier. Ach, geht sogar nochmal. So. Okay, vielleicht hört ihr es auch, ich habe eine andere Tastatur dran. Die damals bei dem PC dabei war. Die ist ein bisschen leiser. Ja, ist ein bisschen besser. So, dann brauchen wir eigentlich noch ein paar Barrels. Zwei haben wir. Und den Ding wollten wir machen. Ach da. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich nicht genug Zeug, weil dafür brauchen wir auch eine Enderperle. Okay, dann aktivieren wir das Ding einfach erstmal so. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Holz farmen schnell. Dazu brauchen wir aber noch einen Crook. Na, nicht so. So. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Strings. So. Strings werden wir sowieso später auch noch kriegen, wenn die Monsterfalle aktiv ist durch die Spiders. Aber für den Moment müssen wir uns noch so behelfen. Ich bin hier in dem Projekt, sag ich mal, ich glaube, der wo am weitesten hinten ist. Ist einfach so, dass ich nicht so viel aufgenommen habe. Aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Wir spielen trotzdem unser Teil hier durch. Oh, der Crook ist gleich schon kaputt. Machen wir uns nochmal ein. Einer geht noch rein. So. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich die, es ist ja eigentlich egal, das Werkzeug gekriegt habe von Tinker's Construct. Es kann auch uns irgendjemand anders reparieren. So, dann brauchen wir die Axt. Ich hoffe mal, ich habe noch irgendwo ein paar Saplings. Aber normal sollte das der Fall sein. Gut. Ach ja. Ausreichend. So. Dann können wir uns noch ein paar Barrels machen. So viele können wir uns da gar nicht fabrizieren. So viel Holz gab es nämlich gar nicht. Slabs oben.
2. Subi. Eine Kiste können wir noch herstellen. Okay. Das war's dann jetzt auch erstmal. Oh Gott, wir haben keine Ressourcen. Iron Chest. Okay, das machen wir. Wir machen uns eine Eisen Chest und eine Gold Chest. Dann läuft die nämlich nicht so schnell über. Und wir könnten uns sogar eine Diamant Chest bauen. Das machen wir einfach, ja. Wir hauen einfach mal die Ressourcen raus. Das war irgendwie anders mit Glas, glaube ich, gell? Zum Glück haben wir noch 6 Glas. So, Diamant Chest. Dann gehen wir mal da nach unten. Oder finden wieder so viele Dinge hier. Da ist ein Schwein. Ist das Schwein jetzt tot oder wo ist das Schwein? Sterbt. Ich verstehe nicht, weshalb die Schweine hier dauernd auftauchen. So. Wo ist das Schwein hin? Ich glaube, ich habe das Schwein getötet. Wir gucken mal da rein. Mhm. Und da? Mhm. Okay. So, wir müssen aber... ich habe was vergessen. Wir brauchen... wie heißen denn die? Diese Spitzen. Hier. Iron Spike. Das müssen wir uns auch noch machen. Jetzt haben wir leider... Leider haben wir kein... kein Eisen dabei. Nein. Die Squids, die spawnen immer irgendwo. Und dann fallen die hier runter. Nein. Irgendwo war gerade ein Zombie. Aber nicht hier, okay. Nein, ich habe jetzt nicht genug Holz, um mir so einen Iron Pike zu machen. Ein Holz fehlt. Dann müssen wir da ein bisschen twerken. Okay, danke. So. Dann pflanzen wir gleich wieder an und dann ist alles gut. So, ein Eisenschwert brauchen wir noch. Oh nein! Kommt da jetzt nur einer raus? 4. Wir müssen das dann noch ein paar Mal machen. Ich dachte, das reicht schon. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass man da so viel von braucht. 1, 2, 3, 4.
Ja, rein da. Ja, wir wollten uns eigentlich mal noch einen Ofen machen. So, was sagen denn die Dinger hier? Das. Hä? Was hatte ich denn da im Inventar? Gut. Nein, nicht hängen, bitte nicht. Eisen. Die Strings brauchten wir für Elevators, wobei wir ja keine Enderperlen haben. Da, da. Ich brauche 9, 12 brauche ich für einen zum Teil. Komm, gib mir Eisen. So. Diese Pikes, die sind dafür da, dass unten. Ich guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwo Eisen habe. Sieht aber schlecht aus. Die sind dafür da, dass unten die Hexen zum Beispiel, dass die nicht überleben. Sondern dass die auch sterben. Weil die Hexen sind so klug. Wenn die runterfallen, die heilen sich dann so schnell selbst, dass die überleben. Ja? Die fallen runter, hauen sich eine Potion of Healing drauf und dann sterben die nicht. Und das ist ein bisschen, also für die Hexen natürlich sehr geschickt. Aber für mich weniger. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Noch einmal. Gerade mal ein bisschen aufräumen hier. Wir müssen auch mal die automatische Umproduktion der Rohstoffe machen. So, jetzt haben wir aber von den Pikes genug. Spikes. So, wir stellen aber zuerst mal die Fässer und die Kiste auf. Ich glaube, der eine Zombie ist hier drin. Oder auch nicht. Nein! Habt ihr das gesehen? Da war so ein cooles Lootbag. So. Dann kommt hier der Vakuumhopper hin. Daran kommt ein Gobble. So, den Vakuumhopper muss man, glaube ich, erst konfigurieren. Der ist doof. Ja, warte mal, wo kann man das ausschalten? Genau. Genau, da wird das Zeug rausgezogen. Jetzt mal da mal ein Holz davor. So. Die müssen wir auch noch alle konfigurieren. Insert. Insert.
Insert. Insert. Okay. Und dann machen wir hier noch ein bisschen weg. Hier um die Ecke setzen wir die Ender Chest, die Diamond Chest hin. Insert. Sehr schön, funktioniert hoffentlich gleich. Jetzt gehen wir hoch, schalten mal die Monsterfalle an. Und dann sehen wir, ob das Ganze läuft. Wir sollten mal vielleicht dieses Teil hier. Wir machen es jetzt aus. Jetzt pflanzen wir mal dahin. Oh, der da unten muss aufpassen, wenn der wieder zurückkommt. Er hat da ein paar Zombies stehen. So, wir gehen jetzt nochmal runter. Und dann hoffe ich mal, dass da oben gleich was los ist. Und ein paar Zombies runterfallen. Jawohl. Ja, da kommt was. Irgendwie hat er das aber noch nicht. Ach so, vielleicht ist hier Redstone. Ja. Ohne Redstone soll er das Zeug hier rausziehen. Ah, so muss man das machen. Ja, guck mal. Das ist gut, hier sind die häufigsten Dinger drin erstmal. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Fässer hier reinstellen. Da kommen noch ein paar Fässer hin. 2, 3, 4, 5, 6 Fässer können da noch hin. Und dann läuft es hier. Und da haben wir schon den ersten. Enderman. Oh, ich habe keine Rüstung. Das ist doof. Ohne Rüstung. Einfach mal drauf gekloppt. So, hier können wir oben drüber dann eigentlich noch eine Reihe platzieren. Dann haben wir da 12 Barrels stehen. Das ist eigentlich schon ganz gut. So, die lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Ich werde wahrscheinlich gleich die nächste Folge aufnehmen. Und dann geht's hier vorwärts mit Minecraft Sky Factory. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.